Zum Beispiel, wenn man mich heilt. Also gibt gar nicht so viele eigentlich. Nur wenn man mich heilt. Ende. Ja, oh, achso, und wenn man das Mount. Genau, wenn man eine Falle legt und sowas halt. Kram halt. Ach, da hinten bei dir. Eine Falle legen könnte, aber da habe ich dann God of Catch 'em All. Aus Pokémon, lol. Dann habe ich, ja, wenn ich drauf bin, wenn ich es reite, dann sagt er es jetzt mein. Und mein Falcon Punch. Ich glaube, das sind nur diese vier Nachrichten. Gibt gar nicht so erstaunlich viele Optionen. Ouch, ouch. Oh, damit. Ich sollte mich heilen. Jawohl, bin drauf, easy. Was ich nicht verstehe, ist, warum diese Quest 3 ist und die andere Quest G2. Ich empfinde diese eigentlich für leichter. Weil in G2 ist ja zweimal dieses Deviant Monster und 3 ist eigentlich Deviant Monster plus Monster. Was. Vielleicht irre ich mich auch. Und es kommt mir nur so vor, aber. Mein Gravios ist jetzt nicht das härteste Monster. Da fände ich halt jetzt noch einen Deviant Grillkast noch ein bisschen härter. Aber, na gut. Ein Roadroller? Warum nee noch? Was soll ich damit? So ein Quatsch. Nein. Quatsch. Quatsch. Du und deine Jojo-Memes, ey. Ah, da kommt es ja. Ach, jetzt verstehe ich die Problematik wieder. Jetzt weiß ich, wo das Problem ist. Ich bewerfe ihn mit Kacke. Beide können gleichzeitig da sein. Haha. Ha. Ha. Mag, aber jetzt nicht der von gestern, ne?
Oh boy. No. Boah, lustige Geschichte. Ich bin ja gestern dann nochmal rübergegangen zu Vernus, ne? Der war ja halt noch kurz live. Das heißt kurz live, der war halt noch, der hat auf jeden Fall war am Zocken. Und ich komme da rein. Und ne, höre dann so direkt, wie er sagt, so, also ne, zu seiner Freundin, Denise. Die ist ja da auch Mod und ähnliches und bla und so. Ne? Sie schien wohl gerade bei zwei Streamern zu sein und versucht gerade für ihn halt Raid-Vorschlag zu machen, so dass sie rüber zu Vernus raiden. Das wollte aber Vernus halt nicht. Er meint so, nee, mach das nicht, ich hab voll Hunger, ich wollte den Stream gleich beenden und wenn die dann rüber raiden, dann kann ich ja nicht allen voressen und so, ne? Ja, hat natürlich nicht geklappt, bekam trotzdem dann kurz darauf einen Raid von, ich glaube, circa 10 Leuten, also, ne, also mit 10 Zuschauern und so, und dann meinte er, oh, toll, jetzt muss ich ja weiter raiden. Muss ich ja jetzt weitermachen. Und hatte halt voll Hunger, aber er wollte halt unbedingt essen. Und dann kam ich auf die lustige Idee und fragte, hey Leute, an alle, die jetzt dazugekommen ist, erzählt doch mal, was ihr heute alles gegessen habt. Und dann fing das halt an, wie alle dann halt erzählt haben, na, dann fing ich einfach spaßeshalber mit Pizzateilchen an und der nächste und ähnliches und so. Und er so, boah, ich lese den Chat gar nicht mehr. Ihr seid voll gemein, dass ihr jetzt einfach, ne, ich hab hier Hunger, ich leide so, ich nicht mehr. Jetzt hat er aber Text-to-Speech für Kanalpunkte und ich hab mir gedacht, weißt du was, nicht mit mir. Und hab ihn dann die ganze Zeit erstmal so Quatsch erzählt. Und das auch einfach nicht unterlassen, weiß ich nicht, so zwischendurch. Dann fing das, weiß ich nicht, ich hab erst einfach ganz normal von Essen erzählt. So, jetzt stell dir mal vor, hier so ein schönes Subway und ähnliches, bla. Und dann ging ich dann irgendwann weiter und hab die dann immer so weiter ein bisschen getan, so. Mann, ne, finde ich echt cool, dass du das alles noch so mit Humor nimmst. Das ist echt nice von dir. Fast so nice wie ein schönes Schnitzel und so. Ja, also, ich weiß, ich hab so ein Lachflash bekommen. Ich meinte irgendwann einfach nur so, boah, ich hasse dich. Oh, ich hab das so gefeiert. Er hat mir auch voll leid getan. Er hat auch irgendwann sein Essen bekommen von seiner Freundin, aber ich fand das so gut. Ich hab mich so kaputt gelacht. Also daher in diesem Sinne nochmal schöne Grüße gehen raus an Vernus. War echt eine coole Handhaltung noch. Auch wenn es ungewollt war. Das Lustige ist halt, es haben auch gefühlt alle mitgemacht. Ich dachte so, ja komm, ne, ich höre jetzt auf und dann kommt der Nächste mit einer Text-to-Speech und erzählt ihm einfach von einem schönen Käse und ähnliches. Ich hab's leid getan, einfach, weil ich wusste nicht, dass das so krass ausartet, aber... Oh, Entschuldigung. Wow, fast in den Strahl. Oh, oh boy. Oh, Kugeltränk vorbei.
Oh, der schläft ein. Oh, shit. Wo ist Luki da hinten, ne? Ah, meine Katze rettet mich. Dankeschön, Katze. Willkommen zurück, Harley. Hätte sie eh nicht gekonnt, weil sie in dem Moment eh schon am Schlafen war. Weiß nicht, wann das war. Halb eins oder so. Außerdem bin ich eh nicht zu bändigen. Fetten Punch? Nein! Ah, oh, eine Gruppenheilung raus. Ach, Katze liegt eine Falle. Katze scheitert. Gut gemacht, Katze. Ja, weiß ich nicht. Du gehst ja immer so früh schlafen, Vigo. Wer weiß, aber es war so lustig. Vielleicht wäre ich sogar einfach später nachgekommen. Hätte ich einfach schlafen lassen. Guten Morgen, Kadi. Na, wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Und hast du schon deine 100.000 zusammen? Bin ziemlich müde. Echt, wie lange hast du noch gemacht? Ah, verdammt. Kurz vor zwei noch, krass. Ich glaube, da war ich auch sogar noch wach, erstaunlicherweise. Ich glaube, der hat keine Lust mehr. Oh nein, jawohl. Okay, wir können den vielleicht gleich schlafen lassen, oder? Kann man den fangen, ne? Oder kann man den sofort? Ich weiß gar nicht, ob er sich jetzt schlafen legt. Geh einfach mal hin. Gönne ich mir noch ein bisschen Eistee. Nom nom nom. Ich weiß nicht, wie warm es heute wird. Aber. Genau, schwarze Adler sind rot. Weil, deswegen heißen die schwarze Adler. Weil schwarze Adler ja für rot steht. Nein, Quatsch, ich habe keine Ahnung, warum die schwarze. Warum die nicht rote Adler heißen in Fire Emblem, aber ja, die schwarzen Adler sind rot. Oh, das finde ich so weird. Ja, cool, ich lege eine Falle.
Mein gut, okay, gelb ist es ja eigentlich auch, obwohl es Golden Deers heißt. Aber, ne, das geht ja eigentlich noch, ne? Und Blue Lions, aber... Sehr nice. Ich weiß auch gar nicht, ob ich probehalber irgendwie noch mit dem Dings...